Ja, was ein Glück, bin ich aus dem Server geflogen, warum auch immer, weil da behalte ich jetzt. Oh mein Gott, hab ich ein Glück gehabt! Die Tür hat rumgebackt! Nice! Die hat sich wieder gedreht und ich konnte einfach dann durchgehen. Schlüssel habe ich, ja, warte mal. Also, dreckiges Wasser finden, Geist durch Salz wandern lassen, EMF-Reader. Der Typ heißt Linda Thomas und Gruppen als... Der Typ heißt Linda. Big Brain, Mann. Ja, ich habe nur Thomas gelesen. Guck mal, ich habe extra Ausrüstung für jede Toilette mitgenommen. Der Witz an der Sache ist, es würde garantiert auch wieder eine Toilette sein. Wir haben 4 Kameras. Für so eine kleine scheiß Toilette. Ja. Oh, er ist mal wieder auf der Toilette. Ja, lassen wir immer so eine Privatsphäre. Ja. Da ist auch der Knochen, warte. Happen. Nice. Okay, ich mach aus. Da ist der Hauptschalter. Der poppt aus, ja, jetzt aus. Guck, hat er nicht ausgemacht, das war ja gut. Dann. Bist du hier? Ja, Geisterbox, Dämon. Ja. Pass auf, morgen kriegen wir einen Schrieb von seinem Anwalt, weil wir ihn auf der Toilette gefilmt haben. Ja, so sieht's aus. Ah ja, das ist doch was Schönes, fortgeschritten. Kannst ja ein bisschen die Toilette salzen. Oh, warum haben wir eigentlich das in der letzten Woche nicht die Toilette gesalzen? Ich stell mal vor, du bist dieser Geist, das sind so fucking Leute. Die so die Kamera aufstellen und Salz. Die salzen die einfach alle. Du hast so einen Buntschiss in den Arsch und setzt dich in Salz rein. Du stirbst, Mann. Hörst du dieses Geister heulen? Oh, oh nein. Und dann noch mit dem, diesem Parabolmikrofon daneben. Ich höre etwas. Du spielst, Mann. Es ist einfach so ein göttliches Bild. Also, du hast so den scheiß Bewegungsmelder vor der Schüssel. Ich glaube, ich überprüfe als allererstes die Toilette. Geh mal aus. Alter. Ich finde es toll, wie du einfach. Wie einfach die ganzen Bilder bei uns in der Wand Bilder von Toiletten sind. Ich raff's halt einfach nicht. Ich war in Toilette. Ja. Was ist denn los mit den Geistern? Es gibt einen Screenshot für Steam. Was ist denn los? Die haben alle Corona oder was? Alle Durchfall. Ja. Ich habe noch ein bisschen mehr mitgenommen für unsere Ausrüstung hier. Mhm. Hey, wir haben den Parabolspiegel und sowas nicht benutzt. Ja, stimmt. Ja, indem du dich einfach unten drunter stellst und den Ball nach oben wirfst. Mach nochmal, ich will das angucken. Stellst dich hier hin. Du wirst ihn einfach durch. Wie schlecht programmiert hat. Du kannst ihn einfach in der Luft wieder fangen, nachdem er durchgeflogen ist. Der Basketballkorb ist einfach so broken in dem Spiel. Und wie viele Körper hast du jetzt schon ercheatet? Scheiße, jetzt muss ich lachen und verkacken. Das sieht so spackig aus, ich kann es ja gleich auch mal machen. Weil der Ball, der klippt die ganze Zeit hin und her, den wirfst du gar nicht richtig. Sieht halt richtig aus wie ein Bug. Ball macht deinen Charakter ab und zu Humble Männer dabei. Nice.
Auf, komm, machst du den anderen Ball hin. Ich weiß nicht, den hatte ich verkackt zu werfen. Hast du mir den gerade geklaut, du Sack? Ja. So, warte, ich zeig dir mal kurz, wie das aussieht. Wie funktioniert das überhaupt? Oh. Erstmal diesen scheiß gebrochenen Rücken. So, warte mal, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Wie machst du das? Ja, so. Du sagst, das ist ja so einfach. Ich fang den nicht immer wieder dann danach. Warte. Oh mein Gott! Das sieht richtig spackig aus, gell? Mach nochmal! Ja, ich hab zwei normale Körbe gemacht. So. Ich hab auch viele normale gemacht. Du hast einen scheiß normale gemacht. Alter, ich hab gegen den Ring geworfen, es hat nicht geklappt. Und ich sehe auch, wo der andere ist. Unter dem Tisch. So. Dann aus. Ich weiß auch nochmal mein Knicklicht rein. Und mach nochmal die Lampen an, damit das auch schön hell hat. Und jetzt liegt so, die Sicherung. Schön. Da können wir gehen, oder? Ja. Easy, Mann. Wir sind richtig gute Geisterjäger. Noch ein Selfie machen in der Wohnung. Ich hab hier noch ein bisschen Salz verstreut. Warte, muss ich jetzt mal ein Bild von machen. Perfekt. Warte, komm, gönnen wir uns jetzt noch hier einen Dübel. Da ist noch ein Feuerzeug und ein Dübel für dich und für mich da. So, gönnen wir uns noch. Also dann, haust du rein, gell? Prost! Lass mal einen Dübel rauchen. Party! Tut's. Oh, es ist gerade richtig laut geworden, der Baum. Das dauert, dass er keinen Dübel abkriegt. So, nochmal Pillen reinwerfen, oder? Oh ja. Also, Prost! Oh, ich hab's schon geworfen. Oh ja, nice. So, wieder bei 100. Gotcha, Bitch. So. Ein Oni oder sowas. Ja, ich hab den Ball jetzt einfach mal aufs Klo geworfen. Ich glaub, hat schon mal keiner drüber. Ich hab zurückgeworfen. Ernsthaft? Ja. Das ist ein Drecksack, wo die Tür zu, der Ball bleibt jetzt da drin. Oh, das Handy vibriert. Was hab ich gehört? Oh, das ist im Game. Ja. Ja, irgendwie dachte ich gerade dein Handy. Nein. Paranormale Aktivität, ich muss das Handy leider mitnehmen. Mach's Licht mal aus, die Kameras sind ja an, ne? Ja, die sind an. Ja, das Handy ist jetzt konfisziert. Ja, gell? Wie es die Polizei macht, ne? Genau. Das kannst du dann nach der Gerichtsverhandlung wieder mitnehmen, also so in 1 bis 3 Jahren. Ne, ist halt ernsthaft so. Ich weiß. Puff, jetzt liegt's auf dem Schreibtisch.